So, und da sind wir auch schon wieder zurück in The Forest, in The Forester, immer noch in derselben Aufnahme-Session. Das wird eine etwas längere Session. Wir haben hier gerade noch einen verprügelt. Und ja. Und ja. Das Wort des Todes oder so. Ist gerade noch so eine alte weggerannt, die wahrscheinlich Verstärkung holt. Aber naja, uns kann das ja herzlich egal sein. Wir bauen nur unser schönes Gedöns zu Ende, was wir angefangen haben. Und ja. Liegen noch ein paar Baumstämme. Wir können es hoffentlich bald wieder... Effigy... Ach, weißt du was, bevor ich den jetzt umgehauen habe. Ist das hier dreimal besser? Ist das hier dreimal besser? Ich glaube, das bringt mehr solche kleinen Bäume. Gehen zumindest schneller, habe ich das Gefühl. Zumindest hier, die sind ja easy going. Jetzt kann man ihn nicht mehr tragen. Brauchen wir eigentlich doch, fällt noch ein Baum hier den. Bitte. Danke. Brauchen wir noch einen Stick. Natürlich, den können wir nicht nehmen. Kann ich natürlich verstehen, dass der eine Stock halt zu viel ist. Er würde halt unsere Maximalkapazität übersteigen, die wir halt tragen können. Aber, dass wir noch zwei Baumstämme mitnehmen können, ist natürlich völlig realistisch. Ja. So. Baum fällt in Zeitlupe. Flatsch. So, aber es wird doch langsam. Nach der dritten, ist das schon die dritte Folge? Ich weiß gar nicht, was es für eine Folge ist. Aber auf jeden Fall ist es eine Folge. Das weiß ich, so viel kann ich schon sagen. Tja, ich besitze Kenntnisse. und bleibe hängen hier. Wunderbar. So, machen wir den nächsten Lockholder hier mal fertig. Ein Stick kann ich verstehen. So, und dann können wir, glaube ich, sogar, wenn wir die voll haben, die Lockholder, können wir sogar das komplett fertig bauen, wenn ich da richtig bin. Das werden wir sogar in dieser Folge noch hinbekommen. Ja. Wie gesagt, es werden mehr Let's Plays kommen, nicht nur der Hunter, es wird jetzt auch mehr The Forest kommen, weil ich auf das Game richtig Bock habe zurzeit. Und der Hunter wird auch immer mal so sporadisch kommen, je nachdem, wie ich Lust habe. Und Zeit vor allem, 600 Abo-Special wird natürlich kommen. Da wird natürlich, ja, The Forest mit dabei sein. Und der Lack des Tages hier. Tja, ich begrüße dich in der Aufnahme. Auf jeden Fall wird er auch The Forest dabei sein. Und der Wald des Todes auch. Der Verdammnis, pardon. Tja, Freunde der Nacht. Ach du Kacke, 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 ach du Kacke. Ach, scheint sich auch zu verdrücken. Oder auch nicht. C. Schnell. Bitte? Was? Wie jetzt? Sie. Hä? C? Och nein, es backt da rum oder was? Das geht. Kann ich verstehen, dass er voll ist. Hm. Scheiße, haben wir die 16 Stick für. Egal. Die stehen da fröhlich da oder was? Oder wie? 3, Mann. Können sie eigentlich noch ein Effigy machen? Jetzt verpissen sie sich oder was? Jetzt kommst du oder was, sagst du? Komm her. Hm? Sieht aus, könnten wir die anderen... Oh! Was war das denn? Was war das? Was war das? War das der? War das der? War das? Bum. Ist er tot? Ja, ne? Wie jetzt? Waren das denn das, die da hinten sind? Die echt so...
Ey. Was ist jetzt denn los? Jetzt ist er tot. Puh, oh, helf. Ja, gut. Volles. Oh, covered in blood. Guess what locks minus 1. Ja, super. Es backt wieder rum. Hurra! Darauf habe ich gewartet. Einfach, dass es wieder rumbackt. Es ist doch zum Heulen. Aber ich glaube, wir können uns ein Effigy bald wieder machen. Noch eins. Hilft dann hoffentlich auch mal. Dass sie sich nicht ganz so weit davor wagen. Und natürlich gucken, vielleicht geht er jetzt wieder. Ja. Hier. Jetzt geht's wieder. Tatsache. Schön. Das freut mich. Rein aus Interesse. Wie jetzt? Verstehe ich jetzt nicht. Moment. So, ich gehe, komm wieder rein. Ja, und jetzt geht's wieder, oder was? Jetzt geht das nur von hier vorne. Hä? Hä? C. Nein, er möchte ihn nicht da reinpacken. Es ist ihm nicht geheuer oder so. Keine Ahnung. Ist natürlich behindert. Da kommt ein... eingeboren und so halt. Naja. So, jetzt bauen wir es erstmal schön fertig. Ich glaube, es ist eine ganz gute Lösung. Dass da 3 Millionen am Strand sind. Aber es lohnt sich schon, diese komischen Lockholder-Gedöns. Weil schaut mal, jetzt haben wir das alles gesammelt. Zwar über eine längere Zeit, aber wir sind fast fertig. Wir brauchen noch 2 Loks. Und dann passt das wieder. So. Kann man denn... Naja, kann sich ja nicht durchbacken. Das ist ganz gut. Wäre natürlich schlau gewesen. Ach, egal. Ich bin nicht schlau, das wissen wir alle. Ich hätte gedacht, da ist eine Tür drin, ne? Ja. Hätte ich persönlich besser gefunden, aber okay. Können wir nochmal gucken, ob das denn... ja. Ja, das haben wir eigentlich gemacht. Können wir eine Treppe machen? Hm. Okay, naja. So, ein Effigy. Bitte, dieser... Ach, da liegt er ja gut. Und zwar... Weg, 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 weg. Wer sich in Fels backt. Jetzt reicht's mir, aber wir brauchen eh noch was jetzt. Kommt. Ja! Haha. Yes. Brauchen nämlich für den Effigy noch was. Hab ich mir gedacht. Ich wäre besser mit dem Molly, so wie es ausschaut. Kann ich verstehen. Jetzt aber. Komm ran, Alter. Mach dich platt. Nein! Das ist ja herzallerliebst. Nicht euer Ernst. Und ja, dann war der starke Eingeborene da und er hat uns platt gemacht. Ganz große Klasse. Ganz, ganz große Klasse. Koffer? Koffer? Nee, kann ich aufmachen. Wo sind wir denn? Sie sieht anders aus als sonst. Ist er auch, so wie es aussieht. Aussieht. Ist ja gut, gut, dass es nicht dunkel ist. Haben wir eine Flashlight? Haben wir nicht. Nee, schade. Okay. Aua, das haben wir bekommen auf dem Gut. Das ist immer gut. Dose trinken.
Trinken haben wir auch noch dabei, das ist ganz gut. Tja, wir sind gestorben. Müssen wir jetzt mal schauen, dass wir nicht die Orientierung, was ist davon denn? Man kommt hier nämlich irgendwie, kommt man hier noch. Scheiß die Wand an. Wie viele waren denn da bitte gerade? Hier geht's schon raus, das ist ganz nett. Haben zwar keine Flashlight. Keine. Da waren irgendwie 4 oder so. Uah, bloß weg. Und natürlich könnte ich das... Ach du Kacke. Bitte, das sind ja keine. Natürlich sind da welche. Weg. Wahrscheinlich die uns gerade getötet haben. Der uns natürlich mit einem Superschlag. Ich kam da angejumpt. Das ist jetzt euer Ernst, oder? Hier ist gleich... Ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Ohne Worte. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch eine Falle einbauen. Jetzt verdrücke ich mir... Ohne hier zu sterben am Fallschaden. Das soll gepatcht sein. Ah, ich baue den. Ja, Gott, ich glaube bestimmt nicht. Ich vertraue den da nicht so richtig. Ich pack die mal bitte weg, das Fahrzeug. Dankeschön. Gather Sticks, Gather Rocks haben wir gut. Ich hoffe, dass durch dieses Effigy vielleicht nochmal ein bisschen mehr Abschreckung kommt. Glaube ich natürlich nicht, aber könnte vielleicht sein, wenn wir Glück haben. Aber da wir ja eh nie Glück haben, wird das auch passieren. Kann ich verstehen, ist aber auch so. Uah. Das wäre es jetzt noch gewesen. Gestorben am erschlagenen Baum. Okay, jetzt müssen wir echt aufpassen, dass wir nicht nochmal sterben. Ach, wir haben ja gespeichert. Vorausgesetzt, es geht. Was ich nicht glaube. Ja. Auf jeden Fall liegen jetzt erstmal genug Tote rum für den Effigy. Das ist schon mal nicht schlecht. Aus Prinzip habe ich das soweit vorgeworfen. Noch ein Füßler fehlt uns. Und ja. Ich hätte gesagt, bevor wir das jetzt da reinlegen, bauen wir es erstmal fertig. Da haben wir erstmal hier zu. Da können wir uns erstmal hier zurückziehen ein bisschen. Und wahrscheinlich wäre ich dann hier noch so eine Defensive vor, so als, dass man hier nicht gleich reinkommt. Und zwar werde ich das wie folgt tun. Weil die Eingeborenen sind ja nicht so helle wie wir. Also, denke ich jetzt mal. Storage. Ah, nicht falsch. Custom Buildings. Defensive. Und zwar werde ich die folgendermaßen bauen. Wie ich mich einfach in den Felsen reinbacke. Finde ich gut. So. Ja. So. Und vielleicht... Wenn ich das jetzt so baue, ne? Komme ich dann noch durch den Schlüfter? Wahrscheinlich nicht. Ich hatte nämlich vor, wie so einen kleinen... zweiten Sicherheitswall zu bauen. Dann machen wir das ab. Oh. Machen wir das erstmal fertig. So weit, so gut. Kann man echt nicht durch. Scheint, der Eingeborene scheint gerade nicht in der Haus zu sein. Was mir ganz gelegen kommt, da wir... Noch, boah, war ja auch gar nicht übertrieben, dass der so weit... Ah, Kopf. Zweite Effigy brennen. Wir bauen das hier erstmal dicht an dicht. Ich glaube, da kommen sie nicht lang. Nee. Also das sieht schon mal ganz gut aus hier. Das nächste ist bauen eine Falle, wenn wir das, das da fertig haben, so wie ich das mag. So wie mir das gefällt. Also essenstechnisch. Ja. Sieht mit zwei Fischen ganz gut aus. Aufnahmetechnisch ist es auch ganz gut, dass wir dann noch eine Folge machen und dann ist aber auch gut. Also eine Aufnahmesession, dann werde ich eine Aufnahmepause machen. Und ja. Kennt man eigentlich auch gleich, na egal. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert, ja. Ja. Kann natürlich einen reinpacken, kann ich verstehen. Ist einfach nicht
Nein. Nein. Oh, nee, jetzt, oder? Moment. Das ist logisch. Finde ich gut. Nein, jetzt. Och, nö. Mensch. Die haben sich verbuggt, weil ja die nicht so nah nebeneinander stehen. Ganz großes Kino. Leckt mich doch am Arsch. Ist ehrlich so, ey. Das kotzt mich ein bisschen an. Und zwar die Eingeborenen in der Vorrennen, so dumm wie die sind. Weil Eingeborene einfach dumm sind, von Haus aus. Ha, von Haus aus. Das Haus ist aus. Ah, okay, das war ein schlechter Witz. Richtig schlechter Witz. So. Schlagen wir uns die Schneise im Wald, Holz in den Wald, kahl, mir scheißegal. Obwohl das natürlich auch sehr schön aussieht, aber die Eingeborenen können, haben halt nicht so einen guten Überblick. Und mich interessiert, wird es mal interessieren, ob man diesen Effigies die ganze Insel besetzen kann. Ich will es auch erstmal nicht groß erkunden in den ersten Folgen. Ich will erstmal, weil wir ja gerade am Verrecken sind, die Flaggen hätten uns natürlich holen können, oder hätten wir, glaube ich, um in diese Höhle zu kommen, an den Eingeborenen vorbeigemusst, an den Vieren. Und da hatte ich mich nicht, keine Lust, mich drauf einzulassen, auf so einen extrem großen Konflikt. War ja gar nicht übertrieben jetzt. Man kann irgendwie auf Bäume klettern. Habe ich mal gehört. Beziehungsweise gesehen auch mal im Video vom englischen YouTuber. Fällt der Baum halt mal noch bitte um. Irgendwie soll das gehen. Wie, habe ich keine Ahnung. So. Oh. Drei. Dürfen uns doch nicht wieder so... Natürlich mit so einem Riesenschlag. Also springt tue ich nicht mehr. Verpackt das wahrscheinlich. Und dann boxen diese 300 Meter zurück. Ein großes werde ich als nächstes bauen. Das werde ich nochmal in die Mitte ersetzen. Ist vielleicht ein bisschen Verschwendung, aber ich will echt, dass sie mir nicht weiter auf den Sack hier in meiner... An meiner... Und Falle werde ich da auf jeden Fall auch noch. Sowas von scheißegal. Ich will jetzt keinen Konflikt verursachen. Ja, mal keine Kuckluke. So, Namo, jetzt guckt doch mal. Na komm, verpisst euch. Aber sie scheinen noch nicht so wirklich. Nein, bitte nicht. Das Spiel, schmier nicht ab. Oh. Der Fokus ist nämlich nicht ganz so... Dass man im Kampf passiert, wir sind so tot. Oh Mann, ey, jetzt reicht's aber. Ich bin derzeit hin, wo das hier so ein bisschen am Abspacken ist. Wenn das jetzt abstürzt, verrückt. Ich wäre verrückt. Danke, jetzt sind wir wieder da. Unser Live habe ich gerade gesehen. Also war schon am Blinken. Ist sie jetzt auch noch? Ja, ja. Gut. Die eine scheint sich so nicht wirklich zu interessieren. Also mit einer traue ich es mir schon zu. So eine Trolla vor allem. Pardon, Frau. Hat die sich verbuggt oder guckt die sich einfach nur die Toten an? Und freut sich. Ich bin noch unschlüssig, was sie will. Hallo? Hallo? Na komm. Jetzt kommt jetzt zur Hilfe oder was? Finde ich nicht gut. Macht sich auf. Er verschwindet einfach in der Luft, der Molotov-Cocktail, kann ich verstehen. Es kotzt mich sowas von an. Jetzt reicht's mir. Jetzt baue ich hier noch. Ich will, dass das hier von der abgesichert ist, richtig. Ich habe keine Lust. Was ist jetzt hier los? Genau, das baue ich einfach mitten. Auf den Durchgang, um nochmal ein Zeichen zu setzen.
9 Birnen, 4 Dinger und hast du nicht gesehen. Okay, was haben wir hier noch an anderen Angeboten? Ach, ein Arm, gut. Dann brauchen wir natürlich bestimmt nicht mehr. Natürlich nicht. Jetzt überhaupt mal ihn mal. Beine. Ach, noch ein Arm. Gut, dass ich ihn aufgesammelt habe. Hier ist ein Bein. So, die haben wir gerade getötet. Das bietet sich an. Kommt schon wieder einer da hinten, so sieht's aus. Ach, ist der nur dämlich. Oh. Was? Ist gleich tot. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Boah, wie sind denn hier, ey? Es kotzt mich so an. Das kann ich euch gar nicht sagen. Erstmal einen Fisch essen, erstmal einen Fisch essen, erstmal einen Fisch essen. So, so, so. Also ich hoffe, dass wir hier hinten nicht sicher sind. Also die Eingeborenen scheinen sich nicht so wirklich für die Effigies zu interessieren. Ihnen scheint es egal zu sein, ob da 300 Tote von ihnen rum gedingsen. So, noch zwei mache ich. Das ist ein bisschen behindert. Dass die Aufnahmezeit schon wieder rum ist. Es darf doch nicht wahr sein. Oh, das hat jetzt auch nicht so viel gebracht, sehe ich gerade. Das ist natürlich blöd jetzt. Mit so wenig live. Speichern wir eine gute Idee. Essen. Sich besorgen wir auch noch eine gute Idee. Ich glaube, wir flüchten jetzt einfach immer erstmal hier hinter. Hallo? Eingeborene? Einer? Es interessiert ihn nicht die Bohne. Zwei Beine? Hat ein Eingeborener eigentlich? Oh, Kopf. Schieße ich mir das mal vor. Oh. Am Lagerfeuer hier wäre nicht die blödeste Idee. Zumindest kommen sie schon mal nicht hierher. Ja, das finde ich schon mal gut. Sie scheinen wieder umzudrehen. Irgendwie interessiert die das nicht, die Bohne, aber mal schauen.